Platz mit Bäumen. Also Bäume sind hier doch irgendwie genug, oder? Ja, das lassen wir erstmal so. Obwohl, nee, das kommt noch irgendwo hin. Hier ist noch Platz. Sehr gut. Und wir müssen ja auch noch was für die Bildung tun. Also brauchen wir noch eine Universität. Wo waren die gewesen? Hier ist eine, ja. Ich habe da noch eine gebaut, oder? Die andere kommt dann. Der Ort ist bereits belegt. Hey, wie? Was soll das? Dann eben hier hin. Dahin. Das ist wiederum hier hin. Wir brauchen noch eine Polizeiwache für die linke Ecke hier. Und der Knast muss noch hin. Der kommt dann auch zur Mülldeponie. So. Da gehören die auch hin. Polizeihauptquartier. Da oben hätten wir das eine. Hier ist eine Polizeiwache, eine kleine. Also hier hin. Krankenhaus könnten wir noch machen. Hätten wir nur da oben eins. Ist ein bisschen wenig. Wohin damit? Ah, das passt hier hin. Gut. Wir brauchen aber auch noch einen Friedhof. Am besten am Flughafen, ja. Obwohl. Da oben wäre der eine Friedhof. Passt der hier hin? Nee. Ist ein bisschen blöd, ein Friedhof am Flughafen. Wir brauchen normalerweise noch mehr Verbindungen. Ist ein bisschen zu wenig. Hier ist die Autobahn, ja. Wir brauchen einfach noch mehr. So. Was genau machen wir? Wir machen hier. Von hier aus gesehen. Fangen wir hier an. Gehen dann hier rüber. Oh nein. Verkehrt gebaut. Abreißen bitte. So, das klappt doch wunderbar. Das könnten wir damit noch verbinden. Dann gehen wir hier rüber. Beenden das Ganze erstmal hier oben. So. Machen aber hier noch ein paar Wege hin. Die Autobahn ist im Weg. Da können wir normalerweise nach unten bauen. Das machen wir jetzt auch mal. Noch weiter nach unten. Ort ist bereits belegt. Ja, wie? Ja, ich muss das dann anders machen. Hä? Okay. Ich kann was abreißen. Ja, genau das hier. Dann fangen wir hier an, nach unten zu gehen. Ja, jetzt klappt das auch. Und hier soll aber wieder nach oben gegangen werden. Ah, da müsste dann was weg. Das wäre blöd. Dann halt eben... Ah, das muss doch irgendwo hinpassen hier. Nee, erstmal hier hoch. So. Und bis hier hin. Gut. Geht das hier runter... Hier könnte noch ein Weg hin. Ist ja Platz genug. Endet dann hier. Wird auf jeden Fall immer größer. Bad Cat City. Am Anfang war hier nur eine Verbindung zur Autobahn. Jetzt sind hier bereits so viele Gebäude. Aber es kommen ja auf jeden Fall noch mehr. Es ist auf jeden Fall noch Platz genug. Hier die ganze Seite ist noch frei. Oh, hier fehlt was. Moment. Das machen wir dann so. Nehmen wir hier an. Dann. Moment, wie machen wir das? Hier. Ziehen wir einmal hier rüber. Dann hier noch. Da auch noch. Müsste normalerweise genug sein. Dann endet das Ganze hier. So.
Oh, da heben noch mehr Flugzeuge ab. Zwei hintereinander, oder? Das eine landet, das kann auch sein. Ich glaube eher, dass hier landet. Müsste ja normalerweise jetzt anhalten. Ja, es hält an. Jetzt haben wir einmal den Abflug gesehen und einmal die Landung. Kann man das irgendwie beobachten hier? Hä, da waren ja überhaupt keine Leute drauf auf den Fahrrädern. Hä? Die Fahrräder sind einfach so davon gefahren. Ohne Leute drauf. Ohne Besitzer. Aktuell soll kein Gebäude abgerissen werden. Ist ja gut. Also arbeiten noch mehr Leute. Aber hier sind noch zu wenig Mitarbeiter, wie man sehen kann. Es brennt nirgendwo. Ist alles ganz leise hier in Bad Cat City. Keine Unfälle. Der Verkehr ist geregelt. Obwohl, ganz kurz beobachten am Busdepot. Wieso fahren die alle hintereinander mit der grünen Linie hier? Weiß keiner, oder? War da gerade eine Möwe? Ich glaube, ich habe eine Möwe gesehen. Man hört ja auch eine Möwe. Oder einen Vogel. Ist ja auch klar, dass der Verkehr hier geregelt ist, weil die ganzen Busse und Taxis können ja hier an der Seite fahren. Hier ist ja der Flughafen. Hier warten ganz viele. Oh, da sind Hunde. Drei Hunde, ja, warten. Ich finde das gut, wenn man irgendwie noch näher ranzoomen könnte, aber das ist halt das Maximale. Dann rauszoomen, aber nur bis hierhin ranzoomen. Ich hätte das auch noch gut gefunden, wenn man halt selber laufen könnte. Das wäre noch cool gewesen. Aber kann ja sein, dass das noch irgendwie kommt. Obwohl, die PC-Version, die gibt es bereits seit 2 Jahren. Ich weiß ja nicht, wie das da ist. In einem PC ist es auch ein bisschen anders. Da kann man auch die ganzen Gebiete ein bisschen anders erweitern und so weiter. Mods runterladen. Dafür gibt es noch mehr Erweiterungen. Ich hoffe doch sehr, dass für die Konsolen die ganzen Erweiterungen auch nach und nach kommen. Hier wird noch ein Gebäude gebaut. Ganz normales Wohngebäude. Ja, sieht ganz danach aus. Wird immer größer und größer hier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Mal hier. Mülldeponie. Moment, wir brauchen doch auch noch eine Müllverbrennungsanlage. Die wäre bestimmt besser. So. Und was haben wir hier noch? Wasser, Abwasser. Energie. Ölkraftwerk hätten wir hier noch. Solarkraftwerk könnten wir auch machen. Nee. Atom. Nee, kein. Atomkraftwerk ist ein Kernkraftwerk, ne? Oder? Ich habe hier auch irgendwo Atomkraftwerk gelesen, oder? Ölkraftwerk. Ja, die Frage ist, was sollen wir damit? Aber das ist ja auch gut für die Energie. Also gibt da mehr Energie. So. Ist die Anbindung da? Lass mal nachgucken. Obwohl, es ist weniger gut für die Umwelt, oder? Das Ölkraftwerk? Oder ist das Kernkraftwerk besser für die Umwelt? Keine Ahnung gerade. Müsste normalerweise auch hier irgendwo angezeigt werden. Ah, was machen wir denn hier hin? Hier könnten wir noch ein paar kleine Wohngebiete bauen. Ist ja sehr leise hier bei der Natur. Also direkt bei der Natur, weil hier vorne, hier im Zentrum, ist irgendwie nichts mehr da von der Natur, außer hier ein paar Bäume. Und hier direkt am Wasser ist es doch ganz gut, ein paar Wohngebäude zu machen. Ein paar kleine Wohngebäude. Hier noch eins hin.
So, hier vorne noch, da noch und hier noch. Wie sieht's denn jetzt aus mit den Industrie- und Bürogebäuden? Ich habe die doch alle hier hingeknallt vorhin. Industriegebiet, ja. Hier ist das Industriegebiet, aber wieso kommen hier einfach keine Gebäude hin? Oder soll das so sein? Dass es einfach abgetrennt ist von dem Rest dann? Und wie sieht's hier aus mit dem Bürogebiet? Ist hier vorne. Es wurde immer noch nichts gebaut. Die Frage ist halt, bleibt es so oder kommt da noch was hin? Hier noch. Da noch. Was mir auch noch gut gefällt, dass es sehr, sehr viele andere Gebäude gibt. Was ist da unten, hä? Wieso wird das da grün angezeigt? Was ist das? 3 von 3 Haushalten? Wieso ist da so ein grüner Punkt, hä? Was machen die da? Liegt da irgendjemand vergraben? Draufklicke? 3 umgebildet, ja. Ach, Moment. Ich könnte normalerweise noch ein paar Gebäude umbenennen. Aber erstmal ein paar Gebäude finden. Neues Einkaufszentrum ist aber ein toller Name. Brauchen Gebäude, wo dann auch genug arbeiten. Ne, das hier sind Wohnungen. Die haben wieder keinen Bock zu arbeiten hier. Fängt wieder gut an. Was haben wir denn hier unten? Ah ne, das ist die Feuerwache. Das ist die Klinik, ja. Was ist das denn hier? Der Kramladen. Umbenennen in 1-Euro-Laden. 1 Euro. Moment, gibt es hier... Moment, ich kann da auch andere Symbole auswählen. Wo ist das Symbol so an? Dollar wäre da. Dann machen wir halt 1 Dollar. Nee, lieber 1 Euro. 1 Euro... Laden. Gibt es ja überall, diese 1-Euro-Läden. Was ist das für ein Gebäude? Einkaufen bis zum Umfallen. Das hatten wir vorhin uns bereits angeguckt. Viel Kauf. Was haben die eigentlich für Namen? Heimwerkermarkt. Na, das benennen wir um in Obi. Obi. Heimwerkermarkt. So. Obi. Was ist das hier? Oh, das Gebäude muss weg. Ja. Und hier unten. Wohngebäude. Oh, da ist ja sogar ein Pool bei. Cool. Das sind alles Wohngebäude, genau. Aber wo sind die ganzen Gewerbegebäude? Ja, da, wo die keine Mitarbeiter haben. Erstmal noch ein bisschen hier wegmachen. Da oben noch. Gucken wir das Ganze mal kurz an. Gewerbegebiet. Ach, hier bei Blau, genau. Es arbeiten einfach zu wenig. Normalerweise kann man hier noch ein bisschen was hinmachen. Obwohl die halt immer noch keinen Bock haben zu arbeiten. Das ist halt doch irgendwo ein großes Problem. Ich habe auch keinen Bock, immer die ganzen Gebäude dann wieder abzureißen, nur weil die dann verrotten, weil da keiner arbeitet. Oh, die Feuerwehr fährt los. Wo will die hin? Brennt hier irgendwas? Moment. Ach, da! Aber es wird nichts angezeigt. Doch, an der Seite. Gewerbegebiet. Hier nochmal hin. Und hier auch noch. Das ist aber auch genug. Pinsel? Was machen wir denn mit einem Pinsel, hä? Können wir damit irgendwas einfärben oder so? Ja, wir gucken jetzt erstmal ganz kurz hier nochmal zu. Die Müllabfuhr fährt hier rum. Wieso?
Wieso rennt die denn da hinten so? Hat die den Bus verpasst oder so? Laufen noch überall Hunde rum. Gefällt mir sehr gut. Da vorne noch mehr. Überall Hunde. Wie ein Burgerladen, oder? Ne, Medienmarkt? Hä? Was ist das hier? Neues Einkaufszentrum? Der Kramladen? Neues Einkaufszentrum? Oh, hier müssen wieder Gebäude weg. Ich lasse es jetzt lieber mit dem Gewerbegebiet. Die sollen erstmal da arbeiten, wo die arbeiten gehen können. Ich guck jetzt mal ganz kurz nach. Wie viel arbeiten denn? Oh, über 1300? Wow. Auf jeden Fall mehr als vorhin. Was hätten wir hier denn noch? Info, bla bla bla. Können wir das noch erweitern? Neue Kachel kaufen. Ah! Okay, das ist mir jetzt neu. Ich hatte irgendwie gedacht, dass wir nur das Gebiet in der Mitte haben. Und das war es dann halt bei der Konsolenversion. Aber so wie es aussieht, können wir das jetzt kaufen. Wir können alle Gebiete hier am Rand noch kaufen. Das ist ja cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Weil ich hatte irgendwie gedacht, dass bei der Konsolenversion, dass es da einfach viel weniger Inhalt gibt. Aber so, wir können die anderen Gebiete auch noch nachkaufen, die Nachbargebiete. Das ist ja super. Müsste also hier öfters mal auf Dreieck drücken, um halt mehr darüber zu erfahren, wie das hier, funktioniert. Aber gut, hat aber bis jetzt ganz gut so geklappt. Ohne Plan. Moment. Hier noch ein bisschen was verlegen. War ja klar, in dem einen freien Gebiet hat dann was gefehlt. Gut. Sonst noch Probleme hier irgendwo oben? Nein. Obwohl, könnte... Das Gebiet, keine Ahnung, ob da was gebaut wird von mir, weil hier ist die Autobahn. Hier ist der Tunnel. Ja, muss mir das nochmal ganz genau überlegen. Wohngebiete genau sind hier. Ein paar neue hinzugekommen. Hier können die auch mit dem Auto langfahren. Ich dachte, das wäre nur für Fußgänger, dieser Kiesweg. Aber hier oben kommt keiner hin, oder? Ach doch. Da sind ein paar Angler. Nee, ist ja überhaupt kein Angeldings. Ist einfach nur ein Pier mit einem Restaurant. Also können wir halt hier die Karte nochmal mal 4 nehmen von der Größe her. Ist auf jeden Fall super. Wir so viel bauen können hier bei der Konsolenversion, weil hatte ja auch so Tycoon auf der Xbox One aufgenommen. Das war eine Katastrophe. Also so Tycoon war gut, der Teil. Aber es gab da halt auch eine Baubegrenzung. So ungefähr nach, keine Ahnung, 10 oder 20 Gehegen. Konnte man nichts mehr bauen, aber Ende im Gelände. Konnte man den Zoo einfach zumachen. Ich kenne das halt damals noch von der Zoo Tycoon PC-Version. Man konnte ohne Ende bauen. Man konnte da die Gebäude, also die Gehege auch selber bauen. Die Tiere haben die anderen Tiere aufgegessen. Also man konnte einfach Antilopen zu den Löwen setzen und so weiter. War noch cool. Aber jetzt halt bei der Xbox One Zoo Tycoon-Version gibt es halt eine Baubegrenzung, Gehegebegrenzung. So nach 10 oder 20 Gebäuden ist Ende. Ist irgendwie total blöd. Aber jetzt hier, super, dass man so viel bauen kann. Auf einer Konsole, ne? Aber Minecraft hat ja auf der Konsole auch noch eine Begrenzung mit den Tieren. Man kann nur so und so viele Tiere bauen. Tiere bauen, Tiere platzieren, so rum. Tiere bauen. Wer baut denn Tiere?